zusammen und willkommen zu einer kleinen Meldung für zwischendurch. Dieses Mal aus der Rubrik, da fällt man echt vom Glauben ab, denn um nicht weniger geht es. Wir müssen mal wieder über was reden, von dem ich eigentlich dachte, das ist mittlerweile tot, das Ding. Das Krankenhaus ist in sich zusammengebrochen, da kriegt kein Hahn mehr danach. Stimmt soweit auch. Aber langsam aber sicher ist das gesamte Narrativ, das Fundament, auf dem das Angst- und Panik-Narrativ der vergangenen 3 Jahre gefußt hat, in sich zusammengebrochen. Und zwar so richtig nachhaltig. Worum geht's? Berichtet hat die NOZ, leider hinter einer Paywall. Ja, solche Sachen sollen eben nicht so groß die Runde machen. Aber auch der Fokus, da könnt ihr das gratis lesen, dass eine weitere Verschwörungstheorie mal wieder Realität wurde. Und lustigerweise eine Sache, die ich euch vor 2 Jahren ungefähr schon gesagt habe oder über die wir schon geredet haben, wo ich mitgeteilt habe, ja Moment, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das und das und das so zustande gekommen sein kann, das hat sich nun bestätigt. Und zwar von denen, die es damals dementiert haben, gegen all jene gehetzt haben, die das in den Raum gestellt haben. Und jeder, der darüber offen gesprochen hat, ist Gefahr gelaufen, gesperrt zu werden, zensiert zu werden, diffamiert zu werden, attackiert zu werden, teilweise verfolgt zu werden, wenn man schaut, was Boris widerfahren ist. Muss ich euch, glaube ich, nicht mehr erzählen. Wir alle haben unsere Erfahrungen in 3 Jahren mit Zombie-Paranoia inklusive machtgeiler Politik, denke ich, mehr als nachhaltig verinnerlicht. Aber schauen wir uns mal konkret an, worum es nun geht. Erinnert ihr euch noch dran, dass ich ganz zu Beginn dieses Irrens mal gesagt habe, Moment, liebe Leute, wie kann es denn sein, dass es sinnvoll sein soll, im März, April plötzlich hierzulande alle einzusperren? War ja so, man durfte nur so und so weit von seiner Haustür entfernt unterwegs sein und so weiter und so fort. Ja, findige Leute sind auf die Idee gekommen, die Haustür einfach mitzunehmen, so lässt sich das Problem auch lösen, kleiner Witz. Aber damals habe ich doch gesagt, ja Moment, wenn dieser Quatsch doch schon im Winter in China die Runde gemacht hat, eventuell schon im Herbst bei den Chinesen war, die ganze Zeit ein offener Waren- und Personenverkehr geherrscht hat, also Globalisierung internationaler Personenaustausch, da braucht mir doch keiner erzählen, dass es angeblich erst ab Ende Januar in Absurdistan war. Und erst Ende Januar ging das überhaupt los mit der Berichterstattung und im Februar, März, April hat dann die Paranoia richtig Fahrt aufgenommen. Und dann war es plötzlich alternativlos, alle wegzusperren. Es war notwendig zur Rettung der Menschheit, ansonsten übermorgen alle tot, ihr erinnert euch. Und schon damals habe ich gesagt, hey, kann mir doch keiner erzählen, und viele von euch haben das ähnlich gesehen, kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht vorher ebenfalls schon Fälle im Umlauf waren. Das wartet doch nicht drauf, bis die Politik mit ihrem größenwahnsinnigen Schwachsinn um die Ecke kommt. Wenn da ein Krankheitserreger im Umlauf war, das ist ja zumindest der herrschende Mainstream, dann war der bereits vor diesem ganzen Wahnsinn, ja noch vor der ersten Berichterstattung im Land. Und komischerweise hat, bevor die mediale Aufmerksamkeit da war, keiner was von bemerkt. Also klar, im Winter sind ab und an mal Leute krank und besonders ältere und vorerkrankte Leute, die überleben auch nicht jede Krankheitswelle. Das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber das hat die Natur einfach so vorgesehen. Ob man nun an einer Erkältung inklusive Lungenentzündung stirbt oder einer anderen Infektion mit folgender Lungenentzündung ab einem gewissen Alter, naja, das ist ein Stück weit der natürliche Lauf der Dinge. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Bericht von der Charité, die raushauen, dass der erste offizielle Fall in Absurdistan, ja, der mag es noch vorher welche gegeben haben, Dunkelziffer und sowas, dass der erste offizielle Fall in Absurdistan plötzlich doch bereits Ende 2019 da war. Die Daten, die Patienten, den Patientenbericht haben sie nun am letzten Freitag veröffentlicht. Wir haben jetzt 2023, das ist 3 Jahre später. Jetzt wüsste ich gerne, liebe Charité, wo war denn dieser Patientenbericht die vergangenen 3 Jahre über? Habt ihr zu viel Angst gehabt, politisch kaltgestellt zu werden? Habt ihr Angst gehabt, dass euch das SEK die Buchte stürmt, weil, dass ihr dingfest gemacht werdet wegen medizinischen Falschinformationen oder so? Wer weiß das schon so genau. Da scheint ihnen richtig der Arsch gebrannt zu haben, wenn sie erst jetzt damit auspacken. Denn das ist eine Sache, die eigentlich relativ logisch und rational ist, die aber in den vergangenen Jahren zensiert wurde, wenn man auch nur laut drüber nachgedacht hat. Es gab im Dezember 2019, konkret am 30. einen Patienten in der Charité, eingeliefert mit einer atypischen Lungenentzündung, die wohl auf einen viralen Erreger zurückgegangen ist. Die haben da zwar so ein bisschen auf Streptokokken oder wie das Zeug heißt getestet, noch was anderes, haben aber nicht gefunden und haben dann nicht weiter gesucht. Er hatte auch diverse Vorerkrankungen, Übergewicht, alles Mögliche im Prinzip, also stand nicht ganz so gut um die Person. Und sie haben nicht so wirklich evaluieren können, ja, warum hat er denn jetzt die Lungenentzündung? Wo kommt denn das her? War ein bisschen auffällig, nicht so wie sonst, aber sie haben ihn dann Ende des Monats wieder heimgeschickt. 2 Monate später ist er dann verstorben, aber vermutlich an seinen Vorerkrankungen. Denn, naja, in einer gewissen Verfassung, was will man da groß machen? Und nun kommt raus, das war wohl der erste Zombiefall. Wir haben nur damals nicht nachgeschaut. Und in Frankreich ganz ähnlich. Auch Frankreich berichtet, ja, wir haben auch im Dezember 2019 da schon so ein paar Fälle gehabt. Das war jetzt wohl doch Zombie.
Und wie genau passt das nun damit zusammen, dass man der Meinung war, die Ausbreitung zu verhindern zu müssen, indem man die Leute 3 Monate später zu Hause einsperrt? Nochmal, der Typ ist heimgeschickt worden mit der atypischen Lungenentzündung. Man kann davon ausgehen, der hat auch vorher, bevor er ins Krankenhaus gekommen sind, soziale Kontakte, das wird sich wohl weitergegeben haben, wenn das noch so hoch ansteckend war, wie es uns allen uns immer erzählt wurde. Ist also relativ logisch, dass das dann im Vorfeld bereits, noch bevor er vorstellig wurde in der Charité, da war die Lungenentzündung ja schon längst da, das heißt, ansteckend war er vorher schon, lange vorher, Tage vorher, dass das bereits da weitergegeben wurde an andere. So, und komischerweise, warum ist denn das nicht aufgefallen? Na, vielleicht, weil überhaupt nichts aufgefallen wäre, wenn man nicht diese Angst- und Panikmaschinerie angeworfen hätte, weil das eine völlig normale Krankheitswelle gewesen wäre mit einem vielleicht anderen Erreger als uns, das mag ja sein, aber von den Auswirkungen vergleichbar mit dem, was immer im Winter stattfindet. Ist jetzt eine steile These meinerseits. Ich weiß, liebes Zensorenteam, Thesen sind nicht verboten. Widerlegt meine These, wenn ihr das könnt. Und zwar argumentativ und nicht mit dem Zensurbutton. Das ist jetzt eine steile These meinerseits, aber könnte es denn sein, dass, wenn dieser politische Wahn nie stattgefunden hätte, überhaupt nichts Ungewöhnliches los gewesen wäre? Ich habe da auch ein paar Indizien, die dafür sprechen. Klar, da kann man jetzt schwer belastbare Studien ranziehen, die gibt es nämlich einfach gar nicht, hat sich ja keiner darum gekümmert, die Daten ranzuschaffen, das wollte man ja nicht. Aber die Hälfte der Welt hat nie mitgemacht. Auch einige Länder, die an den europäischen Kontinent angrenzen, die haben da zwar pro forma so ein bisschen was aufs Plakat geschrieben, das so ein bisschen so getan, als ob, aber de facto umgesetzt ist da relativ wenig worden. Und wenn man das dem gegenüberstellt, dass die komischerweise nicht ausgestorben sind und genauso von den Ergebnissen, also angeblich Übersterblichkeit oder nicht, davon haben wir in Absurdistan aktuell ja eine ganze Menge, genauso durch den Zombie-Wahnsinn geschippert sind, wie die, die am Rad gedreht haben, naja, dann deckt das oder dann unterstützt das meine These schon so ein bisschen. Wenn man diesen ganzen Panikwahn nicht gehabt hätte, hätten sich einige die Taschen nicht vollhauen können, schon klar. Hätten viele, viele keine großen politischen Karrieren machen können, weil ohne Angst und Panik geschwurbel von einem Fernsehstudio ins nächste wäre der Gammel an die Ministerin geworden. Wenn das alles nicht stattgefunden hätte, wäre vielleicht genauso viel oder auch so wenig, je nachdem, geschehen, wie mit diesem ganzen Irrsinn. Das Einzige, eine große gewichtige Sache, die es dann nicht gegeben hätte, wäre, dass viele, viele Millionen Menschen ihre Existenz nicht verloren hätten, aus politischen Gründen wohlgemerkt, weil sie nicht zur Arbeit durften, weil ihnen verboten wurde, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Und das Zweite, was der ein oder anderen Firma richtig heftig wehgetan hätte, die übrigens bis zu diesem Wahnsinn immer rote Zahlen geschrieben hat, wäre, dass man keine Millionen von Menschen als Versuchskaninchen hätte nutzen können. Man hätte ein gewisses Produkt nicht auf den Markt wichsen können, auf Deutsch gesagt. Hätte so nicht funktioniert. Man hätte also seine marode Firma, die es nie geschafft hätte, am freien Markt zu überleben, nicht auf Steuerzahlerkosten, und zwar europaweit, sanieren können. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Wäre vielleicht für viele aus heutiger Sicht besser gewesen. Mittlerweile ist ja relativ klar, selbst die Paranoia-Piloten der ersten Stunde kriegen mit, das, was wir abgezogen haben, politisch gesehen, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen too much. Ja, das macht nur das, was den Menschen genommen wurde, nicht wieder gut. Kinder haben teilweise große, große Chancen für die Zukunft verspielt, haben massive Defizite aufgebaut, die sich nie wieder beheben lassen, gerade in der Entwicklung, was Kleinkinder angeht. Die haben 3 Jahre lang nur Maulkopfwatzen gesehen, da sind teilweise sprachliche Entwicklungen auf der Strecke geblieben. In psychologischer Hinsicht müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Die Kinderpsychiatrien sind überfüllt. Wer da irgendwo eine psychologische Betreuung braucht, der wartet Monate bis Jahre auf einen freien Platz. Dankeschön. Alles nicht sonderlich normal, dass es immer mal Fälle gibt, wo man intervenieren muss, wo professionelle Hilfe gebraucht wird, weil da nicht wäre Situation oder sonst irgendwas im Argen liegt. Ja klar, das ist ein Stück weit Teil einer normalen Gesellschaft. Aber dass es einen großen Teil der gesamten jüngeren Generation betrifft, das war, soweit ich das abschätzen kann, in der Menschheitsgeschichte noch nicht ganz so oft der Fall und das ist alles andere als normal. Und gerade auch im Bereich der Bildung fällt ja den Schulen mittlerweile auch auf und der Politik, bei der Politik hat es auch ein bisschen Klick gemacht. Das, was die Kinder verpasst haben die Jahre über, das wird sich teilweise nicht wieder aufholen lassen. Und das ist, ich weiß nicht, ob man es mittlerweile aussprechen darf, aber das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes Verbrechen aus Macht- und Profitgeilheit. Muss mir keiner erzählen, es ging darum, die Bevölkerung zu schützen. Ja, es geht ja immer um die Bevölkerung. Geht ja nur darum, dass es euch gut geht, schon klar. Ja, wer es glaubt. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt bestätigt von der Charité, die diesen Wahnsinn mitgetrieben haben, über Jahre hinweg, dass ausgerechnet von denen 3 Jahre später vermeldet wird, ach übrigens, wir hatten da Ende 2019 schon ein. Haben wir leider vergessen bisher.
Das zeigt doch auch wieder, was für ein Schmierentheater da abgelaufen ist. Liebe Charité, warum zur Hölle habt ihr das nicht Anfang 2020 schon auf den Tisch gelegt? Da waren die Daten doch schon da. Angst? Habt ihr selber mit dran verdient? Weiß es nicht. Na gut, letzteres, ja doch schon. Das ist ja traurigerweise bekannt. Wer Betten freigehalten hat, leer gehalten, Patienten abgewiesen hat, hat ja Fördergelder bekommen. Also aus monetärer Sicht war dann bei vielen ein großes Interesse vorhanden, bei dem Irrsinn mitzumachen. Aber es ist doch echt widerwärtig, wenn man das jetzt so im Nachgang nochmal betrachtet, was da für ein Schindluder getrieben wurde. Und jetzt plötzlich kommt das so Stück für Stück, Klecker, 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 dann doch mal ein bisschen an die Öffentlichkeit. Aber es juckt kaum noch jemanden. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir werden einander viel verzeihen müssen, nicht wahr? Ob ihr diesen Leuten verzeiht oder nicht, ist absolut eure Sache. Aber ich finde es so ekelerregend. Und das ist eine neue, wahre Verschwörungstheorie. Das, was eigentlich jeder, der zwei mehr Gehirnzellen hat als eine Stubenfliege, von Anfang an, wenn auch nur still, mal im Kopf durchgegangen ist, kann doch nicht sein, dass wenn da noch wochenlang Flugbetrieb herrscht und so weiter und so fort, dass es dann erst plötzlich im März angeblich, ja just in dem Moment, wo die Politik dann mal Bock hat, ein bisschen mitzuspielen, dass es dann ganz gefährlich wird. Das sind alles Sachen, jeder, der ein klein wenig überlegt hat, der ist da alleine schon drauf gekommen. Nur man durfte es ja nicht aussprechen. Und jetzt langsam kommt auch der Mainstream so ein bisschen ins Grübeln. Jetzt fällt auch denen auf, naja, irgendwie passen ja ein paar Sachen nicht. Ja, lieber Mainstream, ihr seid vorne weg mitmarschiert bei dieser ganzen Angst- und Panikmache. Habt dafür gesorgt, dass Hunderttausende ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden. Denn ohne diese mediale Trommelkampagne die ganze Zeit, ohne diesen medialen Trommelwirbel, wäre der politische Wahnsinn nie so groß geworden, wie es am Ende geworden ist. Das war ein Zusammenspiel zwischen politischer Willkür und medialer Berichterstattung. Die Medien haben die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt und die Politik hat daraufhin ihre ganzen schmutzigen Spielereien durchdrücken können. Denn wären die Leute nicht in Angst und Schrecken versetzt worden, hätte dieser ganze Wahnsinn nicht funktioniert. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Ihr seht, Verschwörungstheorien von vorgestern sind mittlerweile dann blöderweise doch gar nicht so fiktiv, wie es uns immer erzählt werden sollte. Selbst bei der Charité steht man nun kleinlaut ein, ja, wir hatten da auch schon Ende 2019 einen Vorfall. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, außer wie ekelhaft das ist.